Der Eindruck täuscht. Was hier so scheinbar prächtig wächst, wird Boden und Klima abgetrotzt. In Brandenburg nahe der Oder ist der Boden karg und sandig. Als dann auch noch im Frühsommer der Regen ausblieb, hatte Jürgen Raths von der Agrargenossenschaft sein neues Getreide, seinen Teff, schon abgeschrieben. Wir hatten den Teff aufgegeben im Juni und Juli, wegen der Witterungsbedingungen. Da hat es nämlich kaum geregnet, 10 Liter im Juli insgesamt, und das war offensichtlich zu wenig. Doch dieses Getreide ist Kummer gewohnt. Teff, so heißt die Sorte, stammt ursprünglich aus Äthiopien. Dürre, Hitze, Frost oder Schädlinge, das alles kann ihm nichts anhaben. Für die Bauern hier ist es ein Experiment, eins, das sich lohnen könnte. Denn das Mehl aus diesem Getreide muss bisher teuer importiert werden und ist nur im Reformhaus zu bekommen. Im Mai haben sie 10 Hektar Teff ausgesät. Jetzt, 4 Monate später, wird geerntet. Für Jürgen Raths ist es eine komische Situation. Er erntet und weiß nicht, ob er zufrieden sein kann oder nicht. Mit Roggen, Sonnenblumen und Lupinen kennt er sich aus, aber mit Teff? War das nun eine gute Ernte? Kann ich wirklich nicht sagen. Diese kleinen Körner, das sind zwar eine ganze Menge und die sollen auch recht schwer sein, aber ich weiß es nicht, was da jetzt rauskommen wird. Wenn die Traktoren alles abgemäht haben und das Korn gedroschen ist, werden es 5 Tonnen sein. Und die finden reißenden Absatz. Denn es ist das erste und einzige Teff, das in Deutschland angebaut wird. Zwar ist Teff hierzulande noch wenig bekannt, doch das winzige Korn hat vermutlich eine große Zukunft. Davon ist Willi Seibold überzeugt. Wochenlang tüftelten der ehemalige Bäcker und seine Leute daran, wie aus dem kleinen, harten Korn weiches, feines Mehl wird. Seit 4 Wochen nun isst er morgens und abends selbstgebackenes Teffbrot und fühlt sich topfit. Das muss an den vielen Mineralstoffen liegen, meint er. Denn das Korn ist so klein, dass es nicht geschält werden kann. Das Ganze, das volle Korn wird gemahlen. Und das war gar nicht so einfach. Die Herausforderung beim Mahlen war, das Korn so fein wie möglich hinzubekommen. Weil das Teff so hart ist, dass es mit einem normalen Walzenstuhl oder einer normalen Mahltechnologie überhaupt nicht verarbeitet werden kann. Heute sollen die ersten Teffbrote gebacken werden, mit Seibolds Mehl und seiner Rezeptur. Eine große Bäckereikette will das Teff-Experiment wagen. Die Mischung ist dem hiesigen Geschmack angepasst. Sauerteig, Leinsaat, Sonnenblumenkerne und Teff. Ein rustikales Brot soll es werden. Gesund soll es sein. Und nur natürliche Zutaten enthalten. Nur was für gut befunden wird, kommt in den Verkauf. Bert Lang, hauseigener Bäcker und Prüfer bei der DLG, der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, begutachtet das Ergebnis. Von der Struktur ist das Brot sehr gut. Gute Lockerung, komplett gelockert bis in die Randzonen. Kruste ist sehr gut gebacken. Schmeckt etwas nussig, leicht süßlich. Darf ich Ihnen ein neues Brot anbieten zum Probieren? Die härteste Prüfung muss das neue Brot allerdings noch bestehen. Verkaufspremiere an der Ladentheke. Na gut, ja. Kräftig, nussig. Was haben Sie noch? Kalorisch, ne? Mal schauen, wie es meiner Familie schmeckt. Ob Teff, das Getreide aus dem fernen Äthiopien, in Deutschland eine Chance haben wird, das werden letztlich die Kunden entscheiden.